Grüezi Sie miteinander. Von Herzen wünschen wir Ihnen einen fröhlichen Start bis 2019. Wir heisst die Gruppe Tonikum. Wir pflegen internationale Volksmusik fürs Gemüt, wie wir sagen. Ja, geschätzte Krebser-Einwohnerinnen und Einwohner, es freut mich, dass heute so viele Leute hier den Weg ins Kirchgemeinhaus gefunden haben. Ich wünsche euch allen ein gutes Neues. Das neue Jahr soll viel Freude bringen, aber auf jeden Fall gute Gesundheit. Der Jahreswechsel ist allbigs eine gute Gelegenheit, für sich persönlich Bilanz zu ziehen. Meine Bilanz nach der Hälfte der ersten Legislatur fällt sehr positiv aus. Mir gefällt mein Amt als Gemeindepräsident sehr. Ich habe viele interessante Begegnungen mit der Grabser Bevölkerung können haben. Die Verwaltung erledigt ihre Aufgaben hervorragend und die Zusammenarbeit mit meinen Gemeinderatskolleginnen und Kollegen funktioniert ganz gut. Der Gemeinderat ist mit der Umsetzung der gesteckten Legislaturziele
im Fahrplan. Selbstverständlich ist es wichtig, dass wir vorwärts schauen, was bringt uns 2019. Ja, zum Glück wissen wir das alle nicht. So bleibt für uns jeder, bei allen, bei den Wünschen, bei den Hoffnungen oder allenfalls, wie es so üblich ist, am 1. Januar bei den guten Vorsätzen. Meine Wünsche und Hoffnungen möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich wünsche mir auf unserer Erde Frieden. Ich wünsche mir eine eigenständige, unabhängige und eine offene Schweiz. Ich wünsche mir einen Kanton St. Gallen, wo bei den Investitionsvorhaben unserem Skigebietswildhaus Unterstützung bietet. Ich wünsche mir eine Region, unsere Region Werdenberg, wo weiterhin partnerschaftlichen Austausch pflegt. Ich wünsche mir einen Grabs, wo wir miteinander unsere Zukunftsaufgaben mit Offenheit, Ehrlichkeit, Vertrauen und Toleranz in Angriff nehmen. Ich wünsche mir, dass wir nicht vergessen, wie gut es uns geht. Aber es gibt auch bei uns Menschen, die am Rand von der Gesellschaft stehen. Diese Leute haben unsere Hilfe nötig. Ich wünsche uns allen den nötigen Mut, um für andere Menschen einzustehen und ihnen zu helfen. Ich wünsche uns allen viel Glück, gute Gesundheit und persönliches Wohlergehen. Ich habe letztes Jahr allen Zeit gewünscht. Ich wünsche euch auch in diesem Jahr wieder Zeit. Zeit für persönliche Gespräche. Es wird immer mehr Zeit am Handy und am Tablet verbraucht. Die elektronischen Geräte haben viele Vorteile, aber auch einen Haufen Nachteile. Legen doch die Geräte einmal auf die Seite, denn persönliche Gespräche sind wichtig. Gehen wir das neue Jahr gemeinsam mit viel Freude, grosser Zuversicht und einem nötigen Mut an. Fürs neue Jahr wünsche ich uns allen darum viel Neugier auf alles, was im neuen Jahr kommen wird. Thank you.
dort, wo ich jetzt heute gerade herkomme. Das ist im Bündnerland, wo man auch romanisch redet. Das heisst, guten Tag, gutes Jahr. Ich wünsche euch alle, für alle, die da drin sitzen, das ganze Jahr gute Tage. Auch von meiner Seite ein gutes und erfolgreiches 2019. Das heutige Kulturverständnis und das Partizipieren an gemeinsamen Aktivitäten prägen und bereichern unser tägliches Leben in mannigfachen Art und Weise. Kultur bietet uns zahlreiche Möglichkeiten zur Partizipation und zum gemeinsamen Erleben. Das gemeinsame Erleben scheint mir in der heutigen Zeit von unschätzbarem Wert zu sein. Wir können uns glücklich schätzen, dass sich Menschen aus unserer Bevölkerung für die Gemeinschaft engagieren und unsere Kultur beleben und bereichern. Als Gemeinderätin zuständig für Kultur und Gesellschaft und Präsidentin der Kulturkommission darf ich euch heute verkünden, wer der zweite Grabser Kulturpreis verleiht wird. Der Grabser Kulturpreis wird alle zwei Jahre vergeben. Er wird insgesamt mit 1'500 Franken dotiert. Und als Zeichen von der Wertschätzung wird dem Preisträger eine Skulptur überreicht. Geschaffen hat sie der René Staub, der auch da ist und wo auch in der Kulturkommission ist. Es ist das Grabsermantel, ihr seht es dann nachher. Das geht weiter zu jedem Preisträger und er darf sie zwei Jahre bei sich aufstellen. Die Kulturkommission hat sich in den letzten Sitzungen mit der Wahl des Preisträgers auseinandergesetzt. Wir haben uns einstimmig für den Preisträger, den ich heute gerade bekannt gebe, den wir ausgewählt haben. Jetzt müssten wir wieder so ein Trümmeli haben. Der Träger des Grabser Kulturpreis dieses Jahr ist der Thies Isler vom Grabserberg. Dies kommt eine Urkunde über. Die haben wir beide unterschrieben, der Niki und ich. Und das Geld ist da drin. Das ist einmal das. Danke vielmals. Und jetzt kommt die grosse Überraschung. Grabsermännli. In schönster Form. Für den Thies Isler. Danke vielmals. Danke noch vielmals. Ist ein bisschen schwer, gell? Oh ja, nur aufpassen. So. Danke. Bevor ich Ihnen den Thies mit einigen Bildern Einblick gibt in sein beachtliches Arbeiten, erlauben Sie mir, ein paar wichtige Stationen zu erwähnen. Der Thies Isler hat sich neben seiner Tätigkeit als Lehrer am Grabserberg unter anderem als Autor, Texter, Illustrator von verschiedenen Publikationen, Büchern, Fachzeitschriften und Lehrmitteln einen Namen gemacht. Ich zitiere ihn. Ziemlich viel Zeit investierte ich in Illustrationen von Lehrmitteln. Vor allem die Aufträge des Schweizerischen Alpenclubs SAC, der Rettungsflugwacht REGA, des Eidgenössischen Instituts für Schnee- und Lawinenforschung. Manchmal muss ich schmunzeln, wenn auch heute noch Firmen wie Mammut oder Orthofox Darstellungsformen verwenden, die ich vor 25 Jahren kreiert habe. Um Ihnen nur einige wenige von diesen Lehrmitteln zu nennen und Bücher. Zum Beispiel hat er dies mitgestaltet, die schönsten Gipfelziele der Schweizer Alpen, von Hütte zu Hütte, die schönsten Skitouren der Schweiz und im Lehrmittel Essen und Trinken, sicheres Bergwandern hat er Zeichnungen und Text beigetragen.
Ich zitiere dies wieder. Für die Texte Kreuzberge und Skiclub Grabs habe ich jeweils fast ein Jahr recherchiert und Interviews gemacht. Sie sind wirklich fundiert und werden auch immer wieder in Fachzeitschriften zitiert. Sie findet verschiedenste Texte, nur auch wieder eine kleine Auswahl, weil sonst wären wir morgen noch da, weil es ist eine ganz lange Liste. Die Schachthöhlen am Gamserruck, das ist im Werdenberger Jahrbuch erschienen. Die Erstbesteigung der Kreuzberge, auch im Werdenberger Jahrbuch. Und in der Monatszeitschrift die Alpen und 100 Jahre Skiclub Grabs. Bezugsquellen wäre dann der Dies dazu da, um Ihnen das mitteilen, wo ihr das könntet nachlesen. Neben all diesen zahlreichen historischen und geografischen Führungen, Reden und verschiedenen Vorträgen steht das Theatermachen im Fokus von Dies seiner Arbeit. Bis auf 3 Theater hat er alle selber geschrieben und umgesetzt. Zitieren: Die Theaterkultur mit Schulkindern bedeutet mir sehr viel, sagt Dies. Und einige Anlässe möchte ich auch hier erwähnen. Zum Beispiel die IMTA-Theateraufführung im Schloss Werdenberg. Sie ist 31 Mal aufgeführt worden und innerhalb von 2 Tagen sind 600 Besucherinnen und Besucher die Aufführung anschauen. Er hat mitgestaltet oder überhaupt ins Leben gerufen Weihnachten am Maienberg, Grabsersagen, Wintermärchen, Schiff Ahoi, ein Weihnachtsspiel mit den Bewohnern und Bewohnerinnen vom Lukashaus, Tore öffnen für Lehrerinnen im Bezirk und an den Kulturtag, Gestaltung von Weihnachtsfeiern im Stüttlihaus und im Pflegeheim mit Schulkind und 2 Buchpremiere «Leute am Grabserberg». Noch nicht genug von diesen grossartigen Fähigkeiten. Der Dies hat sich an verschiedenen Ausstellungen auch beteiligt. Es sind verschiedene Zeichnungen und Bilder entstanden. Viele Bergbilder mit schwarzer Dusche, die Dorfansicht von Grabs von 1954, das Original wäre im Stüttlihaus zu sehen, Bleistiftzeichnungen von Gesichtern alter Menschen, Panorama-Ansichten von der Voralp und Bleistiftzeichnungen für die Jubiläumsausstellung in Grabs. Und auch das Kinderbuch «Reise des Herrn Kadutt» hat Dies illustriert. Zum Schluss noch das Zitat von Dies: In den vergangenen 10 Jahren hat die Arbeit rund um die Museen Schloss Werdenberg mehr als nur meine Freizeit aufgebraucht, weil ich hier als einziger Freiwilliger und einziger Laie mit Profi zusammengearbeitet hatte, war alles zeitlich und inhaltlich sehr anspruchsvoll. Es war auch nicht immer dankbar, aber was heute erreicht wurde, das macht mir schon grosse Freude. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und übergebe dir dies das Wort. Du wirst uns noch ein bisschen mehr von deiner Arbeit und von deiner vielfältigen Arbeit zeigen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Grüezi miteinander. Herzlichen Dank für die Ehre. Es freut mich sehr und gleichzeitig ist es mir irgendwie nicht so recht. Vermutlich fragen sich einige dahin, also mit weitem sie da vorne seinen Preis verdienen. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe mich das eigentlich auch noch gefragt. Es gibt einen Haufen Grabserinnen und Grabser, die diese Anerkennung ebenfalls oder noch eher verdient hätten als ich. Es wäre mir jetzt so ein bisschen peinlich, mit einer Präsentation von eigenen Projekten die eher zu rechtfertigen, aber mit einer Auswahl von eigenen Bildern will ich gleich ein paar Arbeiten zeigen und damit aber auch einen persönlichen Blick auf Teile der Kultur von Grabs werfen, die eher wenig beachtet werden. 1954, Pensionierung von unserem Jahrgang rückt näher, hat Grabs von der Buchreuthe aus gesehen so ausgeschaut. Ein schönes, organisch gewachsenes Dorf mit einem Haufen Grünflächen und Bäumen und mit wenig Industriebauten. Während unserer Kindheit hat es einen Ort für Kultur gegeben, das ultimative Kulturzentrum, der Mühlisaal. Wer erinnert sich noch nicht an die sagenhaften Turnerunterhaltungen mit Schusters Burg und dem Kleus als Spassmacher? Oder an die Theater unter der Regie von Hans Segenreich
mit dem Star-Schauspieler Emil Gillmann. Oder dann an die alljährlichen Konsumfilme. Der Eintritt war gratis und wir Kinder haben am Schluss sogar noch ein Päckchen Sugus gratis bekommen. Die wenigen Sternstunden von Dorfkultur in Grabs haben sie tief eingeprägt. Und es gibt noch etwas anderes für unsere Augen, wo aus der Distanz gesehen gleich geblieben ist. Die schöne bäuerliche Kulturlandschaft unserer Gemeinde. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie viel Mühe und Schweiß, dass es die Generationen vor uns gekostet hat, um uns eine derartige Heimat hinzuschauen. Vielfach ist der Blick in die Vergangenheit und in die ehemalige bäuerliche Kultur ein bisschen idyllisch. Aber glücklicherweise hat die bäuerliche Vollindustrialisierung in den Grabser Ställen noch keinen Einzug gehalten. Aber wer weiß, wenn auch hier der erste Stall bejubelt wird, in dem der Bauer keinen Bezug mehr zu seinen Tieren muss haben. Ob das denn eine kulturelle Errungenschaft ist, die uns stolz machen kann, ich weiss es nicht. Aber dass es in Grabs noch Alpabfahrten, eine Fähschau, eine Geisschau, eine Schafschau gibt, das alles hat viel mit Stolz, mit Wert und mit Freude zu tun. Auch die Alpflächen haben ihr Aussehen durch die enormen Rodungsarbeiten unserer Vorfahren erhalten. Obwohl ein Haufen Alpgebäude heute auch anders genutzt werden, ihre schlicht in die Landschaft passende Schönheit ist meistens geblieben. Von derartigen Umnutzungen können wir teilweise alle profitieren. Der fleissige Besuch in unseren Skihütten zeigt das Bedürfnis auf, und das Bedürfnis könnte vielleicht so etwas sein wie Gemütlichkeit, Einfachheit und Unkompliziertheit. Und alle, die schon mal einen von diesen klassischen Hütten erleben konnten, die wissen schon, dass es dann nicht gerade immer etwas mit Kultur zu tun hat, aber meistens mit sehr viel unbeschwerter Freude und teilweise Höhenflüge der Fantasie. Berg und Hütte, die habe ich gerne mit Tusch und Pinsel gemalt. Die Liebe zur Natur wächst für viele in unserer Gegend, besonders beim Unterwegssein in den Bergen. Die vielen Stimmungsbilder bei allem Wetter, die Ruhe im Aufstieg, die stolzen Formen der Berge, das Bewegen in der Natur, das ist doch für einen Haufen Menschen in jedem Alter irgend so etwas wie eine seelische Tankstelle. Auf Touren in der Natur sind es ein Haufen Formen und Erscheinungen, die uns verweilen lassen. Menschen können reich werden, wenn sie ihr Staunen nicht verlernen. Und es gibt auch einen Haufen zu bewundern. Und nicht selten muss man uns eingestehen, dass die Natur die begabteste Künstlerin dieser Erde ist. Die schwarz-weißen Zeichnungen und das Engagement für die Bergrettung haben vielleicht dazu geführt, dass ich vor rund 30 Jahren für den Schweizerischen Alpenclub, die Rettungsflugwacht und die Armee alle technischen Details für ihre Rettungslehrbücher zeichnen konnte. Es war nicht gerade einfach, die technischen Details mit den damaligen Mitteln zu dokumentieren. Und nach 400 Skizzen innerhalb von 3 Jahren bin ich froh, wo dann endlich alles gedruckt und die Zusatzarbeit abgeschlossen war. In der Zusammenarbeit bei mehreren Wanderbüchern konnte ich Text und Bilder abliefern. Das hat dann wenigstens den Vorteil gehabt, dass alle Routen bekannt sein mussten. Und es hat ein bisschen mehr Wandern und ein bisschen weniger Arbeit am Tisch ergeben. Viele von diesen publizierten Wegen und Touren haben wir während Fortbildungskurs mit den Lehrerinnen und Lehrern aus Grabs abgewandert. Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten dann aber schon jeden Tag einiges an Erklärungen von mir anhören. Grossen Spass hat es gemacht, für die Broschüre sicher das Bergwandern Comics dürfen zu zeichnen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja und jetzt, also was hat das alles mit Kultur zu tun? Es geht vielleicht darum, offen für vieles zu sein. Wer mit offenen Augen unterwegs ist, wird auf Schritt und Tritt einen Haufen
Interessantes gesehen. Doch wenn man nicht viel über das weiss, was man sieht, ist es eigentlich schade. In unserem Büchlein mit Wissenswertem über unsere Gemeinde Raps schreibt der Peter Hasler: Nur wer seine Heimat kennt, kann sie lieben. Und nur wer seine Heimat liebt, wird sie auch schützen. Diesen Gedanken haben wir auch mit den Berger Schulkindern umgesetzt. Und als Dank dafür, dass Grabserinnen und Grabser unsere Bergschule nicht haben wollen, Igulu, ein Wanderbuch verfasst. Die 12 Tourenvorschläge, eine Tour für jeden Monat, die vielen Zeichnungen der Kinder und Fotos, die erklärenden Texte, haben die Leute offensichtlich angesprochen. Die 1100 Exemplare waren innerhalb von 2 Monaten restlos verkauft. Heute ist es ja üblich, dass sich Schuleinheiten auf einer Homepage in Hochglanz spiegeln. Dazu gehört nicht selten ein mehrseitiges Leitbild. Zwar sind die meistens von anderen kopiert, wirken aber vielfach schon sehr hochstehend. Sich zu präsentieren, ist moderne Schulkultur geworden. Wir am Berg haben lange Zeit nur 5 Leitbegriffe gehabt, die wir aber niemandem gezeigt hätten. Einer davon heisst Ausstrahlungskraft. Heidi Gantenbein hat das 20 Jahre lang mit dem Spatzenchörli gemacht. Und gleichzeitig haben wir rund 30 selber geschriebene Theater und Musicals, meistens gemeinsam im Team erarbeitet, aufgeführt. Und damit haben wir hoffentlich etwas in die Herzen der Besucher setzen können, bleibende Bilder. Und wir sind sicher, dass für die Kinder die Momente unvergesslich bleiben werden, in denen sie für ihre Anstrengungen, Freude und Erfolg können erleben. Schulkinder sollten auch gute Bilder sehen können. Tätig, die sie berühren und aus denen vielleicht sogar etwas gelernt werden kann. Zusammen mit dem Philipp Scher und dem Hilmar Lüchinger haben wir vor Jahren ein recht umfangreiches Geschichtslehrmittel verfasst. Für die Arbeiten an den Zeichnungen habe ich über Wochen die Alphüttenhöhe von der Ortsgemeinde Raps zur Verfügung gehabt. Mit Freude erinnere ich mich an die herrlichen Mahltage im eigenen alpinen Atelier. Auch die Gouache-Bilder, da lässt sich ein Hang zur Idylle nicht abstreiten. Aber Kinder sollten Bilder haben, bei denen sie etwas entdecken, beobachten und wo vielleicht auch so etwas wie Wärme und Geborgenheit vermitteln. Was wir heute unseren Schulkindern an Bilder am Fernsehen, am PC und auf ihren Spielkonsolen zumuten, ist heute die nur schwer zu verstehen. Und dass wir so viel an, ja sagen wir es mal, wenig Sinnvollem, tatenlos hinein und sogar unterstützen, ist kulturell nicht besonders hochstehend. In unserer Kinderzeit ist Schloss Werdenberg für die Bevölkerung zugänglich geworden. Beim ersten Schlosswart Hans habe ich auch gratis Eintritt genossen. Er hat mir auch für die allgemein unzugänglichen Räume den Schlüssel gegeben. Was sind das für Orte gewesen? Wie faszinierend die Räume mit ihren Geheimnissen und Geschichten. Als dann vor 12 Jahren aus dem Schloss plötzlich jetzt ein Klangschloss werden soll, da hat es schon kritische Stimmen gegeben. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Doch wer zu laut ausruft, der muss dann eines Tages halt hören: Ja gut, wenn du schon alles besser weißt, dann mach es doch auch besser. So kann man, ohne dass man es eigentlich will, noch zu einem Amt kommen. In einem kleinen Team ist es uns gelungen, innerhalb 6 Jahren das Schlossmuseum und das Kulturschloss gleichwertig aufzubauen. Die Zusammenarbeit in der kleinen Arbeitsgruppe Museum war sehr positiv. Sie bleibt in guter Erinnerung wie die Arbeit in der Geschäftsleitung mit der Mirella Weingarten und dem Kurt Scheidegger. Die Buchpublikation, in der die aktuellen Untersuchungen der Wert des Gebäudes hervorgehoben haben, hat mir geholfen, Achtung für Geschichte wiederzufinden. Und das unterscheidet ja Kunst von der Kultur. Kunst ist an sich wertfrei, Kultur nicht. Kultur muss Wert vermitteln. Und jeder Wert vermittelt auch Moral. Alles andere wäre wirkungslos. Ein kulturloses Dasein baut nichts auf, wo wertvoll wäre. Dass heute Museen im Schlangenhaus und Schloss
mit einem gemeinsamen Eintrittsticket besucht werden kann. Und dass zwei interessante Ausstellungen dort geboten werden, erfüllt mich mit grosser Freude. Ebenso erfreulich ist, dass für unsere Region ein weiteres hochstehendes Kulturprogramm auf dem Schloss Wedderberg realisiert worden ist. Übrigens, die erste Öffnung des neuen Museums haben wir nicht für Prominenz organisiert. Unsere ersten Gäste sind die Bewohnerinnen und Bewohner vom Lukashaus gewesen. Und wer von Ihnen noch nie dort war, am 1. April wäre dann wieder Eröffnung. Also ist kein Scherz. Am Berg und im Dorf habe ich einen Haufen sehr bescheidene Menschen kennengelernt, die ich für ihre Arbeitskultur heute noch bewundere. Vielleicht gibt es dortige unter euch, die einmal Sange Hans und Sange Kathrine zuschauen konnten, wie sie es eben Mist angelegt haben. Das ist Kunst, also Landarte pur. Oder der Wüste Hans Fluri, der im hohen Alter trotz Behinderung noch aus den grusigsten Studen jedes Jahr ein paar tausend wunderschöne Büscheli hergestellt hat. 50 Rappenstück. Oder die vielen Frauen in unserer Gemeinde, die haben stets gepflegte Gärten, schmücken ihre Häuser mit Blumen. Sie alle vermitteln mit ihrem alltäglichen Engagement wirkungsvoll, dass zu einem wertvollen Dasein auch liebevoll gepflegte Natur gehört. Viel kulturelle Wert zeigen sie darin, dass sie nicht das Geld als Mass aller Dinge haben. Und diese Werte gibt es heute noch. Früher wie heute gibt es einen Haufen Menschen, die durch ihre Leistung unsere Gemeinde verschönern und durch den Einsatz von ihren Talent, ihrer Originalität und ihren Fähigkeiten unseren Alltag lebenswerter machen. Dank all diesen Leuten in den Vereinen, in den Chören oder wo es auch mag sein, die sich engagieren und damit einen wertvollen Beitrag zu unserer Dorfkultur leisten. Sie werden kaum einen Preis bekommen. Aber ich wünsche Ihnen allen, dass Ihre kulturelle Leistung für uns alle zusammen immer unsere Achtung und unsere Wertschätzung wird erfahren. Ich wünsche Ihnen allen ein gutes, gesegnetes neues Jahr. Danke vielmals. Yeah.